Hey Leute, ich bin's, MacTavarik. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr bei einem Samsung Smart TV die Sender manuell suchen könnt. Das heißt, ihr könnt hier einzelne Sender einstellen, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Sender hinzufügen wollt. So, der Fernseher ist eingeschaltet. Ich habe jetzt mal ein verschlüsseltes Programm eingestellt, damit ich hier nicht irgendwelche Fernsehbilder zeigen muss. Navigieren hier mit der Fernbedienung. Ich gehe hier also erstmal auf das Haus drauf, auf das Home-Symbol und navigiere jetzt hier zu dem Zahnrad, also zu den Einstellungen und bestätige das hier mit der Mitte. So, dann gehe ich hier runter, Sendeempfang und gehe jetzt hier mit der Pfeiltaste nach rechts rüber. Hier könnte ich den automatischen Sendedurchlauf machen, dann würden alle Sender gesucht werden. Das möchte ich aber nicht, daher gehe ich in die sogenannten Experteneinstellungen hinein und drücke diese einmal an. So, und hier habe ich jetzt gleich ganz oben manuelle Sender einstellen. Das bestätige ich auch. Da gehe ich drauf, dann wähle ich den Satelliten aus. Ja, das ist bei mir in dem Fall hier in Deutschland der Astra-Satellit. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nach gewissen Eingaben zu scannen. Und dazu brauche ich jetzt die Senderdaten. Ne? Ihr seht ja jetzt hier, kann ich oben den Transponder wählen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Ja, hier kann ich jetzt Eingaben vornehmen. Ich weiß aber jetzt nicht, welcher Sender sich dahinter verbirgt. Deshalb habe ich euch unter dem Video im Beschreibungskasten einmal eine Senderliste mit den ganzen Frequenzen verlinkt. Da könnt ihr sehen, welcher Sender welche Frequenz hat. Dann stellt ihr das hier entsprechend ein, geht dann hier auf Suchen und sucht dann den Sender. Ja? Wenn der Sender dann anschließend gefunden worden ist, dann ist es meistens so, ihr habt hier bei Samsung eine Senderliste und ganz unten, da werdet ihr wahrscheinlich dann in der Senderliste den neu hinzugefügten Sender finden. Ja, ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Sagt bis dann, euer MacTavarik.